Die Konsole, mit der ich wahrscheinlich am längsten zu tun hatte, ist die Xbox 360 gewesen. Ich habe sie irgendwann mal bekommen, als sie rauskam von meiner Mom. Sie hat dann gesagt so, ja, dann fliegen wir in den Urlaub. Ich hasse Fliegen. Deswegen hat sie gemeint, ja, wenn du mitfliegst, dann kaufe ich dir die Xbox. Natürlich habe ich dann ja gesagt, verdammt nochmal, das ist die neue Spielkonsole auf dem Markt und es gab fucking nochmal Halo da drauf. Habe ich eingewilligt, die Konsole bekam ich, wir flogen nie in den Urlaub. Plus, Punkt. Win-win? Win-lose eher. Und genau darum geht es heute. So wie in den letzten zwei Sammelvideos möchte ich heute meine Xbox 360 Sammlung vorstellen, wenn man das Sammlung nennen kann. Ich glaube, bei der Xbox 360 Konsole gibt es somit fast keine Spiele mehr, die ich haben will. Die Final Fantasy Teile hätte ich gerne noch auf Xbox. Obwohl ich nicht der größte Fan von den 13er war, aber ich habe den 13-2er da und ich finde Final Fantasy an sich cool. Und sie gehen wieder in die richtige Richtung, ergo möchte ich die dann doch irgendwo stehen haben. Aber der Anfang macht Doom 3. Doom 3 ist eines der letzten Spiele von auf der Xbox 360, die ich geholt habe. Ich glaube, ich habe das... Oh ja, stimmt, da waren noch die ersten zwei Teile dabei. Da habe ich auch den zweiten Teil. Ich glaube, das war der zweite Teil, den man zu zweit spielen konnte. Auch mit einem Kollegen durchgespielt. Und das war ziemlich witzig, um ehrlich zu sein. So, also ich habe auch das alte Doom durchgespielt. Und allein aus dem Grund, Doom, der dritte Teil, ist nicht so ganz geil, finde ich. Irgendwie hat mich die Serie verloren. Ich bin nicht mehr der große Freund davon, leider. Eigentlich mag ich so Splatter und brutale Scheiße, aber irgendwie ist das nicht mehr mein Vibe, was Doom macht. Keine Ahnung, leider. Der dritte Teil ist nicht ganz so geil, ich mag das Aufschiebeding, aber der Grund, warum ich das Spiel behalten will, ist, weil es halt noch die Retro-Teile mit beinhaltet. Und das finde ich enorm cool. So, Doom 3. Das nächste Spiel ist Def Jam Icon. Damals auf der PlayStation 2... Und auf der ersten Xbox gab es so ein komisches Def Jam. Mit so einem Typen mit einer braunen Kapuze. Das war ein richtig geiles Spiel. Zumindest haben das früher alle Kollegen von mir gespielt. Und ich so, ja, auf dem Hype will ich auch mit aufspringen. Also habe ich mir das neue geholt. Ich muss sagen, ich habe das auch ziemlich oft gespielt. Vor allem mit Hamuchi. Grüße gehen raus an dich. Generell kommen hier sehr viele Spiele, die ich mit ihm gespielt habe. Also gönnt auch seine Musik. Er macht wirklich wunderbare Musik. Ich liebe dich, mein Homie. Ja, mit Def Jam Icon... Def Jam, verdammt nochmal. Mit Def Jam Icon kann ich jetzt nicht mehr so viel anfangen. Ich mag, ich habe das Beat'em-up-Genre aus den Augen verloren. Ich bin nicht mehr größter Freund davon. Muss auch nicht unbedingt sein. Ansonsten, ja, Def Jam Icon. Werde ich nicht behalten, werde ich verkaufen. Aber ich habe es noch, deswegen habe ich es jetzt erwähnt. Das nächste Spiel, was ich ebenfalls nicht behalten will, ist Destiny. Ich und Destiny, wir haben keine lange Geschichte. Eigentlich müssten mir so eine Art Spiele gefallen, weil so eine Art Spiele finde ich eigentlich cool. Gerade so im Halo-Design und was auch immer. Nur habe ich das einmal auf dem PC installiert und all meine Farbeinstellungen und das komplette Windows hat sich umgestellt. Da waren Einstellungen vorher, wo ich nicht mal wusste, dass man das machen kann. Dann habe ich das alles wieder zurückgesetzt, habe das Spiel wieder gestartet. Boom! Noch bevor ich irgendwas aktivieren konnte oder verändern konnte. Komplett alles umgestellt. Im Windows-Betriebssystem, keine Ahnung. Ja. Ergo hasse ich diese Reihe und werde nie wieder was mit Destiny zu tun haben wollen. Ebenfalls ein Spiel, das ich verkaufen will. Wanted. Ich bin mir nicht mal sicher, warum ich das Spiel überhaupt habe. Ich habe es noch nie eingelegt oder so. Ich glaube, das ist irgendein Film, der in einem Spiel umgesetzt wurde? Ich habe wirklich keine Ahnung. Geh auf den Verkaufsstapel sofort. Wahrscheinlich will das Spiel niemand, aber in dem Bundle mit anderen Spielen vielleicht als Anhang so... Nimm es bitte. Kann ich es vielleicht verkauft bekommen? Nächstes Spiel. Ihr seht schon, jetzt kommen erstmal die Spiele, die ich verkaufen will. Painkiller. Ich suche ja immer so Konsolenspiele, die man zu zweit auf der Couch-Koop spielen kann. Oder auch gegeneinander, ist egal. Hauptsache, sie machen Spaß. Dafür habe ich 7 Euro ausgegeben. Schlimmer Fehler. Painkiller, richtig komisches Spiel, macht einen auf alten Doom-Shooter, ist aber, keine Ahnung, kann man nicht erklären, ist richtig ein blödes Spiel. Ich habe das Spiel 4-5 Mal mit einem Kollegen eine Chance gegeben, aber ich glaube, jetzt kommen wir schon zu allen Spielen, die ich behalten will, ergo werde ich die erstmal zur Seite legen. Das erste Spiel habe ich letztes Jahr ziemlich häufig gespielt mit unter anderem Sean. Sei gegrüßt, auch du. Wir haben wieder Minecraft ein bisschen angefangen und das hat sogar ziemlich viel Spaß gemacht. Lass mich mal kurz das Bein hier umstellen. Letztes Jahr habe ich ein bisschen Minecraft gespielt, auf der Konsole tatsächlich. Und ich muss sagen, es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Couch-Koop Minecraft ist immer was Tolles, so wenn man nebeneinander sitzt und auch ein bisschen was trinkt und Musik hören kann und reden kann. Finde ich Minecraft cool. So an dem PC finde ich es auch ziemlich cool. Ausruf für deinen PC in dem Chat. So, am PC macht es auch relativ Spaß, aber da verlässt mich nach einer Woche irgendwie der Spaß an Minecraft, ich weiß nicht. Dann will ich immer was bauen
was dann nicht so aussieht, wie ich es haben will, und dann habe ich keinen Bock mehr. Aber cooles Spiel werde ich behalten. Vielleicht kommt wieder die Zeit, wo es anfangen, auf der Couch zu zocken mit ein paar Kollegen. Hier noch eine Fighting Edition. Da sind 3 Spiele mit drin, und zwar Tekken und Soul Calibur 5. Ich habe es mir nur wegen Soul Calibur 5 geholt. Ich hatte früher Soul Calibur 5 auch als Einzelspiel. Irgendwie kam mir das abhanden, nicht nur irgendwie. Ich habe das in irgendeinem Video erzählt. Und ich wollte den 5. Teil wieder haben, weil Soul Calibur bin ich großer Freund. Nur wie gesagt, ist mir das Beat'em-Up-Genre so ein bisschen abhanden gekommen und das macht mir gar keinen Spaß mehr. Aber werde ich trotzdem behalten, weil halt Soul Calibur drin ist und ich fand halt damals, das war ein cooles Spiel. Also will ich's behalten. Lost Planet 2. Ich habe immer was über Lost Planet 1 gelesen und habe auch gehört, dass es ein ziemlich cooles Spiel sein soll. Hab's aber nie gespielt, bis ich das hier irgendwann mal gefunden habe. Für 1,50. Da sagt man nicht nein, da nimmt man das einfach mit. Ich hab's nie gespielt. Keine Ahnung. Ich kam nie dazu, ich hatte nie Lust. Oder ich glaube, da braucht man Xbox Live-Verbindung. Irgendwas war, warum es nicht funktioniert hat. Und allein wollte ich es nicht spielen. Ich wollte es nur mit Kollegen spielen und... Ergo habe ich es halt noch, aber ich werde es verkaufen. Das nächste Spiel, was ich auch on-stream mal spielen will, ist Devil May Cry. Habe ich mir auf jeden Fall mal für 3,50 geholt, steht da hinten drauf. Will ich mir noch für Steam holen, damit ich es mir on-stream anschauen kann, weil auf der Konsole... Ich meine, ich bin keine Grafikhure, aber wenn ich die Möglichkeit habe, es in besserer Auflösung zu spielen, dann tue ich das verdammt nochmal auch für ein paar Euro aufwärts, wenn ich es dann kaufen soll. Auch ein cooles Spiel, behalte ich, habe ich auf der Konsole, glaube ich, nur mal angezockt, aber nie wirklich fertig gespielt. Ist aber ziemlich cool, glaube ich. Ich glaube, das war das, wo er am Anfang ein bisschen nackt rumfliegt. Weil irgendwie sein Wohnwagen kaputt geht oder so. Irgendwie so war da was. Das nächste Spiel, ich habe es ja vorhin schon angeteased, Final Fantasy 13 2. Ich habe Final Fantasy 13 immer mal wieder eine Chance gegeben und es immer mal wieder angefangen. Früher, als es rauskam, habe ich es mir sofort geholt. Ich habe es mir jetzt für Steam nochmal geholt und ich habe mir den 13er 2 geholt. Aber ich bin so kein Freund von diesem Kampfsystem vom 13er. Ich habe keine Ahnung. Aber Gott sei Dank ist das wieder entflohen und sie sind wieder auf Echtzeitkämpfen umgestiegen und das gefällt mir. Aber nichtsdestotrotz möchte ich noch die anderen 2 Teile des 13er-Reihensystems haben. Lightning und Final Fantasy 13. Weil es halt irgendwo immer noch Final Fantasy ist und ich meine, ganz schlecht sind sie ja nicht. Die Stories sind halt cool, ich mag diese Stories, aber ich selber kann es nicht spielen. Das nächste Spiel, was ebenfalls bald on stream irgendwann mal gespielt wird, Splinter Cell Conviction. Ist ein Spiel, das habe ich Anfang des Jahres irgendwann mal auf Steam geholt, weil es billig zu kaufen war und ich meine, es ist immer noch ein Koop-Ding. Und im Koop macht das bestimmt noch Spaß. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das früher auch gezockt habe und es hat ultra viel Spaß gemacht. Wir hatten ultra viel Spaß mit dem Spiel. Habe ich es mir irgendwann mal nochmal nachgekauft, aber ich glaube, in irgendeinem Stream lag es neben mir und da war ich am Ragen und dann habe ich die Hülle gegen die Wand gepfeffert. Die Hülle sieht sehr mitgenommen aus. Ich werde es aber auf der Konsole eh nicht mehr spielen. Ich habe es nur noch, damit es da ist. Rainbow Six Vegas 2. Ich hätte noch gerne den ersten Teil und am besten den noch ohne diesen Bestseller-Classic-Shit. Ich hätte noch gerne den ersten Teil. Rainbow Six Vegas ist somit der Taktik-Shooter, womit ich am meisten Zeit verbracht habe, damals auf der Konsolenzeit. Da kamen auch richtige coole Insider bei raus. Ich habe das mit allen Kollegen zusammen durchgespielt und das war super cool. Gerade beim ersten Teil gibt es auch einen Charakter, der Gabriel heißt. Ich glaube, den gibt es im zweiten Teil auch und der wird böse. Spoiler. Von euch will wahrscheinlich das Spiel eh niemand mehr spielen. Ich habe beide neulich erst durchgespielt auf dem PC. Also, finde ich ein ultra cooles Spiel. Würde ich am liebsten nochmal spielen eigentlich, aber ist schon ein bisschen alt. Metro Last Night. Ich bin nicht so der größte Metro-Freund. Ich weiß auch nicht. Die Story ist ganz okay, aber ich mag das Spiel nicht an sich. Aber ich habe es durchgespielt und ich wollte es jetzt nochmal neulich durchspielen. Aber ihr wisst ja, Internetprobleme. Metro Exodus werde ich auf jeden Fall in der... Next-Gen-Version nochmal spielen, sobald ich irgendwann mal kann, aber auf der Konsole habe ich es immer mal nur wieder angefangen, aber nie wirklich gespielt und ich habe das mir für 6 Euro geholt. Gilbert, warum? So, das war der erste Stapel mit den erstmal unwichtigen Spielen, möchte ich mal sagen. Jetzt kommt ein Stapel, der ein bisschen wichtiger ist, würde ich sagen, aber wobei sowas wie Splinter Cell und Rainbow Six war natürlich schon wichtig für damals. Holy shit, das waren wirklich grandiose Spiele. Das nächste Spiel habe ich ja in den letzten Folgen schon die anderen Resident Evil Teile gezeigt. Hier ist der Resident Evil, der 5. Teil. Auch richtig geil, auch richtig viel Spaß gehabt. Stimmt, den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Ich wollte gerade sagen, wie viel Euro hat denn das gekostet, weil fast jedes Spiel habe ich aus dem Geldbaumladen, den ich schon in den letzten Videos erwähnt habe. Das Spiel habe ich tatsächlich geschenkt bekommen.
von wem der aufgehört hat, Horrorsachen zu schauen und so, weil er seinem Geist nichts Schlechtes tun wollte. Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall der fünfte Teil. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem fünften Teil, obwohl es kein Resident Evil an sich mehr ist. Ich habe es erst neulich wieder mit Schmorfi gespielt. Das war super anstrengend, weil die Steuerung ist ekelhaft. Gott! Aber das Spiel an sich ist einfach cool, wenn man zusammen durchspielen kann und... Resident Evil 5. Das nächste Spiel habe ich irgendeinem Kollegen mal abgeschwatzt und habe das Spiel nie gespielt. Call of Duty Ghosts. Ich glaube, da fehlt eine CD drin. Oh, da fehlt alles drin. Habe ich nur noch die Hülle? Ergo werde ich es nicht verkauft bekommen. Ist aber auch ein Spiel, das niemand mag. Call of Duty Ghosts. Das nächste ist auch ein Call of Duty Spiel, aber in dem Spiel habe ich viel Zeit verbracht. Das ist das Spiel, wo ich wahrscheinlich am meisten Zeit mit auf der Xbox verbracht habe mit den Kollegen, mit all meinen Kollegen. Der Zombie-Modus war immer präsent. Immer wenn Besuch kam, zocken, saufen, Zombie-Modus, zocken, saufen, Zombie-Modus, zocken, saufen, Zombie-Modus. Es gab quasi nichts anderes bei mir zu tun, als Zombie-Modus zu zocken. Ich meine, es war aus der früheren Sicht ein richtig cooles Spiel, aber ich habe das irgendwann mal dieses Jahr nochmal probiert und es ist auf der Konsole einfach Schmutz zu spielen. Uff, es ist so anstrengend, vor allem was Shooter angeht und so. Kann sein, dass es immer noch im Kern ein gutes Spiel ist, aber damals war es besser. Heute ist es nur noch cool, um ein Regal stehen zu haben. Das nächste Spiel, ebenfalls ein Call of Duty. Modern Warfare 2 habe ich, glaube ich, nicht die große Geschichte damit, keine Ahnung. Haben wir uns irgendwann mal vor ein paar Jahren mal wieder zugelegt, nur um irgendwas in der Hinterhand zu haben, falls wir irgendwann mal was zocken wollen. Ansonsten, ich glaube, das war das Spiel, wo man gegen Bots kämpfen konnte. Deathmatch und Team Deathmatch und so. Deswegen haben wir uns das geholt, damit wir auch mal gegeneinander spielen können und nicht immer den Zombie-Modus spielen müssen. Das nächste Spiel, was ich früher ziemlich cool fand, Timeshift, wird wahrscheinlich keiner von euch kennen und aus der heutigen Sicht ist es wahrscheinlich ein total ranziges Scheißspiel, aber ich weiß noch, damals, als ich mir das Spiel gekauft habe, hatte ich so viel Spaß damit. Ich glaube, ich habe das dreimal hintereinander durchgezockt und ich bin nicht der Typ, der gern Spiele doppelt hintereinander durchzockt, außer bei Resident Evil Village habe ich das gemacht. Ist aber auch ein cooles Spiel. Timeshift hat mich irgendwie fasziniert. Fand ich cool. Ich habe aber echt keine Ahnung mehr, worum es geht, weil das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war tatsächlich bei den ersten drei Malen. Ich habe seitdem nicht mehr angefasst. Aber die Hülle habe ich noch und die werde ich auch behalten. Ich habe gerade ein Tuch neben mir, weil ich gerade den Schrank und alles sauber gemacht habe und jedes einzelne Spiel, das ein bisschen verstaubt war, habe ich abgewischt. Ergo sind jetzt alle Spiele richtig schön sauber. Du hast da oben noch einen Klebfleck, aber der geht nicht weg. Du stehst ja eh nicht in der Vitrine. Das nächste Spiel, Bulletstorm Epic Edition. Gears of War 3 Beta-Einladung enthalten. Bulletstorm war leider nie meine Art von Spielen, genauso wie Gears of War. Ich habe keine Ahnung, ich stehe ja übelst auf Brutalität und was weiß ich denn alles. Aber irgendwie haben mich diese zwei Reihen nie wirklich abgeholt. Frag mich nicht warum, ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht ist das aus der heutigen Sicht nochmal anders, aber ich weiß, dass ich es damals gespielt habe und nicht cool fand. Aber ich behalte es mal trotzdem, weil das Cover ist irgendwie cool. Borderlands Add-on Doppelpack? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was das ist. Werden wahrscheinlich alle Add-ons sein für Borderlands 2 oder so. Oder sind alle DLCs, die man extra spielen kann? Irgendwas mit Zombie-Modus und so? Hört sich eigentlich cool interessant an. Kann man auch zu zweit spielen? Vielleicht sollte ich es irgendwann mal spielen mit einem Kollegen, der da ist. Weil ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Und Borderlands habe ich in letzter Zeit eh wieder Bock zu spielen. Allerdings den dritten Teil, weil ich den noch nie wirklich durchgespielt habe. Ja, Borderlands Doppelpack. Und das nächste Spiel, ebenfalls Borderlands, bloß diesmal den zweiten Teil. Für 6 Euro. Niemand kauft diese Spiele heutzutage für 6 Euro. Gott, Gilbert. Gut, zu meiner Verteidigung, das ist wahrscheinlich auch wieder 6 Jahre her, als ich das gekauft habe. Ich habe wirklich schon lange keine Xbox-Konsolenspiele mehr geholt. Das ist gelogen. Ein Spiel habe ich mir gekauft, als ich an dem Video dran gearbeitet habe, die Top 50 meiner aller Lieblingsspiele. Und da habe ich auf ein Spiel wieder so krass Bock bekommen. Das gab es auf Steam nicht. Das gibt es auf Steam nicht oder auf PC. Also musste ich mir das wieder auf der Xbox holen. Aber dazu später mehr. Zu Borderlands 2. Ich glaube, ich habe diese CD nicht einmal eingelegt, tatsächlich. Was super weird ist. Aber es gibt noch ein anderes Spiel. Borderlands Prequel oder so. Das ist auf dem Mond. Und das habe ich mit einem Kollegen gezockt. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht auf der Konsole. Nur irgendwann bin ich umgezogen. Und dann wollten wir das Spiel wieder spielen, weil das war so in der gleichen Zeitspanne. So 2 Wochen später oder so kam er wieder und dann wollten wir dieses Spiel zocken und es ist nicht mehr da. Ich habe dieses Spiel seitdem nie wieder gefunden.
Und ich habe seitdem mein Zimmer 50.000 Mal umgestellt gehabt. Es lag nicht unterm Bett, es war nicht irgendwo dazwischen geklemmt oder sonst irgendwas. Das Spiel ist einfach verschwunden. Ich habe dieses Spiel nicht mehr. Ich hatte es im Besitz, den ersten Teil auch, aber der ist mir anders abhanden gekommen. Aber der Preskill, der ist einfach weg. So, als gäbe es ihn nie. Der Speicherstand ist immer noch auf der Festplatte, aber... Das Spiel ist weg. Kommen wir auch schon direkt zum Spiel, wovon ich es gerade hatte. Als ich die Top 50 meiner Lieblingsspiele geschrieben habe, ist ein Autorennspiel mit drin gewesen. Rede ist natürlich von Burnout Revenge. Das allerbeste Autospiel, das es gibt auf dieser Welt. Hier gehen die Autos wirklich kaputt. Für die damalige Zeit war das fantastisch. Und hier muss man nicht in der Open World rumfahren, so wie bei Burnout Paradise, und erstmal irgendwas suchen, worauf man Bock hat. Da ist man an der einen Ecke der Stadt und dann will man nur ein Rennen machen und nicht irgendeinen anderen Scheiß wie irgendwas zerstören oder so. Dann muss man zur anderen Ecke der Stadt fahren. Das dauert schon mal 5 Minuten. Dann hat man die Mission und dann hat man sie beendet. Ja, cool, hat Spaß gemacht und will wieder ein anderes Rennen. Und da muss man wieder 5 Minuten zurückfahren, um da irgendwas zu finden. Fand ich dumm. Bei Burnout Revenge kann man alles sofort aussuchen, was man will. Da gibt es so viele verschiedene Modis und es macht alles unfassbar viel Spaß. Deswegen bin ich froh, dass ich mir das wieder gekauft habe. Leider wieder mal in der Classic-Version. Aber hey, ist nicht zum Ausstellen, ist zum Spaß haben. The Darkness. Ich bin großer Freund von The Darkness 2. Aber ich muss sagen, der erste Teil hat mich leider nie abgeholt. Der ist auch noch vom Artstyle und so ganz anders als der erste und der ist halt noch viel älter. Und deswegen echt nicht mehr gut spielbar aus der heutigen Sicht. Finde ich schade, weil ich habe eigentlich echt Interesse, dieses Spiel zu spielen, aber es ist unspielbar und sowas wie Resident Evil 5 alleine will ich mir nicht antun. Steuerungstechnisch, ja. Allein hätte ich da absolut keinen Spaß. Zu zweit wäre es noch wenigstens witzig, wenn wir uns gegenseitig dann fertig machen würden, weil nichts mehr läuft, aber allein geht das nicht. Ich habe noch den zweiten Teil. Und der zweite Teil ist unfassbar grandios. Dieser zweite Teil, der ist so gut. Ist auch in den Top 50 meiner Lieblingsgames vertreten, nur hätte ich es weiter nach oben ranken sollen. Weil ich habe das seitdem schon lange nicht mehr gespielt, aber wusste, dass es cool ist. Dann habe ich es irgendwann mal nochmal gespielt, nachdem ich das Top 50 Video rausgebracht habe. Und mir ist in Erinnerung gekommen, wie fantastisch dieses Spiel wirklich ist. Ich hatte wirklich viel Spaß mit diesem Spiel. Ich würde es am liebsten nochmal spielen, weil es wirklich grandios ist. Warum ich das eigentlich nicht in der Vitrine ausstelle, weiß ich nicht. Aber es steht drüben auf einem anderen Schrank. Also es ist auch gut. Und es hat noch so eine coole 3D-Hülle. Das sieht voll geil aus. Und dafür habe ich nur 3,50 gezahlt. Mit dieser 3D-Hülle. War auch ein Poster dabei. Nur ich glaube, das ist kaputt gegangen. Das Spiel habe ich mir neulich erst geholt. Perfect Dark Zero. Auch in meiner Top 50 vertreten, wenn ich mich nicht täusche. Zu dem Spiel gibt es eine witzige Geschichte, verdammt nochmal. Hier erstmal richtig schönes Steelbook. Artwork und alles so eingraviert, hier hinten jetzt nicht, aber hier so alles vorgehoben und so. Dafür habe ich 8 Euro gezahlt. Das habe ich neulich erst geholt. Ich habe ein paar Spiele mal wieder geholt. Und Perfect Dark Zero wollte ich immer mal haben. Das ist das Spiel, das ich, glaube ich, am öftesten gekauft habe. Oder am meisten, am öftesten, egal. Ich habe mir das ganz früher mal geholt. Dann haben wir es ein paar Mal durchgezockt. Dann wollte ich es nicht mehr haben. Dann habe ich es wieder verkauft. Dann wollte ich es irgendwann mal wieder haben, hab's wieder gekauft, hab's dann wieder verkauft, weil ich es nicht mehr haben wollte. Dann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, aber dann hatte ich eine Arbeitskollegin, die mal ein paar Spiele mitgebracht hat, die sie nicht mehr haben wollte. Dann war das unter anderem dabei. Ich so, ja, warum nicht, hole ich mir wieder. Fand ich cool, war glaube ich in einem gleichen Steelbook. Habe ich es dann irgendwann mal wieder verkauft und jetzt habe ich es neulich erst wieder gekauft und diesmal werde ich es auch behalten, weil fucking Perfect Dark Zero ist verdammt cool. Ich habe das neulich auch wieder mit dem Herrn Hamochi gespielt. Jo, Nostalgie pur. Wirklich cooles Spiel. Ja, im besten Fall will ich dazu auch mal ein Let's Play machen. So, ich habe jetzt eine Capture Card. Ja, guck mir einfach mal. Weil das ist echt ein fantastisches Spiel. Und vor allem das Steelbook sieht auch geil aus. Also das waren die 8 Euro sowas von wert. Das nächste Spiel, was eines der besten Spiele überhaupt ist, ist, glaube ich, in den Top 10 vertreten, meiner Lieblingsspiele, mit Sicherheit. Hier. Clive Barkers Jericho. Ich liebe den Artstyle, ich liebe die Geschichte und die Story und alles Mögliche. Es ist einfach so fantastisch. Es ist das erste Spiel seiner Art, vom Artstyle her zumindest. Nur, ich würde jetzt sagen, Agony ist, was vom Design her ist, das, was einigermaßen drankommt. Davor gab es solche Spiele noch nicht, solche abartigen. Und Jericho, kennt ihr noch den Nuklearblast? Den gibt es wahrscheinlich noch. Das ist so ein Katalog neben dem EMP, wo es so krassere Sachen gibt, so die härteren Metal-Sachen. Da habe ich mal durchgeblättert und dann stand irgendwann mal so eine Seite offen, wo dran stand, Dead Snow, Geheimtipp und, nee, das war sogar noch viel früher, ich glaube Dead Snow ist noch viel neuer.
Da gab's irgendeine Seite, auch Dead Snow kenne ich nur durch Nuclear Blast. Ist ein Film, der richtig geil ist, falls ihr ihn nicht kennt, schaut ihn verdammt nochmal an. Habe ich auch hier drüben in der Steelbox. Irgendwann mal, das war zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rauskam, also 2008, blätter ich da durch und dann steht da am Anfang, Geheimtipp, dieses Spiel ist cool, das ist inspiriert oder das ist geschrieben vom Clive Barkers, vom Hellraiser-Schöpfer. Und ich so, Hellraiser? Fantastisch. Hole ich mir dieses Spiel, sehe natürlich auch am Anfang diesen Aufkleber hier, 100% Uncut. Ich so, Mom, kauf mir das. Meine Mom hat es mir gekauft und was soll ich sagen, es ist bis heute eines der besten Spiele, die es gibt. Klar, es ist super altbacken, aber die Grafik ist immer noch nach wie vor fantastisch, wirklich. Es ist von fucking 2008 und es ist grandios. Ist ein Spiel, das ich jährlich einmal durchspiele auf Steam. Ich hab's auf Steam und das spiele ich einmal jährlich durch im Stream. Ja, es dauert nur so 6 bis 8 Stunden, es ist ein super kurzes Spiel, also kann man das immer mal wieder einmal im Jahr durchhauen, so für einen Abend. Finde ich geil. Silent Hill Downpour. Ich bin großer Freund von Silent Hill. Großer Freund. Silent Hill Downpour gehört nicht dazu. Nicht gutes Spiel. Aber ich will es trotzdem behalten. Ich meine, ich habe es mir damals geholt. Ich wusste, oh, Silent Hill ist cool. Habe ich es mir irgendwann mal auf dem Friedhof... Habe ich es mir irgendwann mal auf dem Flohmarkt wiedergeholt und dachte mir, ja, Mann, Silent Hill will ich zocken. Ich habe es nicht durchgezockt. Es gibt ein paar coole Designs von Monstern oder so, aber... Es ist kein gutes Spiel. Im Gegensatz zu... Silent Hill, die HD Collection. Ist das Remastered vom zweiten und dritten Teil, die zwei besten Teile der Silent Hill-Reihe? Oh mein Gott, auch beide natürlich sehr hoch vertreten in meinen Top 50. Allerdings sind die Remastered nicht ganz so geil, wie ich gehört habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe sie einmal durchgespielt, als ich sie bekommen habe. Als ich sie mir geholt habe. Das war, als es rauskam irgendwann, aber mehr auch nicht. Mehr Verbindung habe ich mit diesem Spiel nicht. Ist aber ein geiles Artwork. Mir gefällt das Design der Hülle. Deswegen... stelle ich mir in die Vitrine zurück. Kommen wir zu einem Spiel, das wahrscheinlich das schlechteste seines Teiles ist, seiner Serie. Alien Colonial Marines. Richtig schlechtes Spiel. Das Cover ist aber geil, deswegen steht es in der Vitrine. Und ich bin ja generell so ein Alien-Fan, aber das Spiel ist scheiße. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach totaler Müll. Alien vs. Predator. Richtig geiles Game. Ich weiß noch damals, als es rauskam, der Aufschrei war groß, weil man sah... Knochen und sonst irgendwas. Man sah halt viel Brutalität. Hat mich nicht davon abgehalten, das Spiel zu holen. Ich habe das sogar auf dem Flohmarkt geholt. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das dürfte noch das gleiche Spiel von früher sein. Habe ich mir auf dem Flohmarkt geholt. Ich war super glücklich, dass ich das da durch Zufall gesehen habe. Habe ich mir sofort eingesagt. Und was soll ich sagen? Richtig geiles Spiel. Habe ich mir irgendwann mal auf Steam nachgeholt, weil ich es onstream spielen wollte. Die Steuerung ist scheiße. Das Spiel ist an und für sich immer noch grandios, fantastisch. Finde ich geil. Steht in meiner Vitrine. Jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die keine Xbox-Spiele sind, aber ich kann das nicht in einem extra Video sagen und das gehört zu Alien, also sage ich das mal kurz. Ich habe neulich von einem Kollegen PC-Spiel bekommen, von Alien vs. Predator. Finde ich voll geil. Kommen wir nun zur letzten Sammlungsreihe und zwar handelt es sich natürlich um die Halo-Spiele. Geil, oder? Die habe ich mir extra zum Schluss aufbewahrt. Ich finde die Halo-Spiele cool. Halo ist der Grund, warum ich mir eine verdammte Xbox gewünscht habe. Fick auf PlayStation, ab der PS2 war ich nicht mehr dabei. Ich habe die PS2 irgendwann mal bekommen und rausgefunden, weil mein Cousin eine Xbox hatte und da gab es Halo. Und dann habe ich das bei ihm gespielt. Ich war sofort verliebt. Ich so, goddamn, hier, take my PS2, take it. Und dafür habe ich die Xbox von ihm bekommen. Wir haben nur getauscht, wir haben sie nicht gegenseitig... Wir haben sie nur gegenseitig ausgeliehen, wir haben sie nicht getauscht. Dann habe ich immer Halo gezockt und er hat immer alles andere gezockt, was ich dann hatte. Fand ich immer viel cooler, deswegen... war ich immer Team Xbox. Bin ich bis heute. Halo, absolut cool. Halo Reach ist jetzt der schwächste Teil der Reihe, finde ich. Ich mag Halo Reach nicht so krass. Ist aber cool. Das nächste Spiel der Reihe, Halo 1. Habe ich von einem Kollegen geschenkt bekommen, der keine Xbox hat. Ich habe keine Ahnung, warum du das hattest. Warum? Er hat es mir irgendwann mal mitgebracht und hat gemeint so, ja, ist zwar ohne Cover, aber kannst es ja mal irgendwo hinstellen und so. Und ich meine... ich brauche nur noch das Papier außenrum, das kann ich schlechtestenfalls auch ausdrucken, weil ich habe ja alles andere und... ja, wärst du nicht gewesen, wär's nicht vollständig. Wenn man das dazu zählt, dann wär's vollständig gewesen. Halo Anniversary, das Remastered des ersten Teiles, habe ich mir damals auch irgendwann mal geholt und dann wieder verkauft. Und jetzt habe ich es wieder. Ich meine, für 4 Euro habe ich es irgendwann mal gesehen im Geldbaum und da muss ich es halt mitnehmen. Und die Verpackung sieht echt nice aus und... fuck, sonst wäre meine Halo-Reihe nicht vollständig. Dann haben wir hier natürlich, wie soll es anders sein,
Halo 2. Auch richtig toll. Vor allem, dass es gibt ja auf Steam dieses Halo Master Chief Collection. Und holy shit, da haben sie Halo 2 ja mal auf eine ganz andere Stufe gebracht. Halo 2 sieht absolut geil aus auf Steam. Fuck, ist das cool. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Weg mit dir. Als ich neulich einkaufen war und Perfect Dark Zero mir geholt habe, habe ich auch unter anderem dies hier geholt. Für 2,90. Halo 2 Multiplayer Kartenpack. Kate. Habe ich nur geholt, damit es vollständiger halber da unten bei mir in der Vitrine schön aussieht, okay? Ich meine, für 2,80 € oder so. Easy going. Was ich mir im gleichen Atemzug gekauft habe, ist sozusagen ein Upgrade. Davon würde ich noch gerne ein paar mehr machen, weil ich wusste nicht, dass es von Halo 2 ein Steelbook gibt. Und wie viel hat das gekostet? Oh, das habe ich schon weggekratzt. Okay, das weiß ich nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber das Steelbook sieht fantastisch aus. Und ich glaube, das waren 11er oder 8 €. Absolut geiles Spiel. Und holy shit, das sind das Steelbooks. Das kommt richtig gut in der Vitrine. Fucking geil. Das war's aber mit den ganzen Halo 2 Dingern. Jetzt kommt der dritte Teil. Auch in der Classic-Version, wie ich gerade sehe, wird auf jeden Fall auch noch ausgetauscht bzw. geupgradet. Vielleicht gibt's ja auch eine Steelbook davon. Dann werde ich mir das holen und die Classic-Version. Das Halo 3 habe ich bei einem Kollegen liegen sehen. Und dann habe ich mir mal wieder gedacht, weil mein Spiel abhanden kam, ja, fragst du mal, ob du es ausleihen kannst. Hey, kann ich das Spiel ausleihen? Er so, ja klar, kein Problem, nimm's mit, ich spiel's momentan eh nicht. Ich habe es mitgenommen, ich glaube, er ist umgezogen oder wir hatten gar keinen Kontakt mehr. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist, aber ich habe dein Spiel, Bro. Aber ich werde es upgraden und dann will ich es nicht mehr haben. Dann kannst du es gerne wieder haben, meld dich. Dann kommen wir zu den nächsten 2 Spielen. Warum 2 Spiele? Ich habe Halo ODST 2-mal. Ich glaube, einmal funktioniert es nicht und deswegen habe ich es mir neu gekauft, damit es wieder funktioniert. Ich bin großer Halo ODST-Freund, das ist somit fast mein Lieblingsteil der Halo-Reihe. Natürlich ist Halo 3 besser, aber ich liebe Halo 3 ODST. Ich mag das einfach, in der großen Stadt rumzurennen und Kleinigkeiten zu finden, die dann dir einen Backflash geben und du den Backflash dann selbst erlebst quasi. Wow, das ist cool, okay? Ich mag Halo 3 ODST und deswegen mochte ich es auch einmal haben, funktionsfähig. Ich glaube, das andere Halo ODST hat meine Nichte kaputt gemacht, als sie noch klein war. Das nächste und letzte Xbox 360-Spiel. Halo 4. 100% uncut. War jemals ein Halo gecuttet? Ich weiß es nicht. War das das erste Spiel von 343 Industries? Von Halo? Ich glaube, oder war Reach. Nö, Halo 4 war das erste von 343 Industries. Komischer Name. Halo 4, das ist auch ganz witzig. Das ist zwar die Hülle der normalen Edition, aber Oh mein Gott! Wusste nicht, dass ich das Spiel noch hab. Cool. Das ist die Hülle der Da ist noch mein altes Halo 3 drin, das nicht mehr funktioniert. Nein, das war die Bonus-CD, weil ich die limitierte Edition hatte von Halo. Gott verdammt. Und zwar, die zwei Spiele gehören dazu. Das ist beides Halo 4. Und mach mal das einfach mal wieder rein. Lol. Das ist die Special-Edition von Halo 4 in der Hülle der Normalen. Und warum ist das in der Hülle der Normalen? Da gab es irgendeine Videothek, die zugemacht hat. Und ich habe mich mit dem Verkäufer ziemlich gut unterhalten, weil es ging um Spiele und so, der war schon ziemlich alt und wollte irgendwas über Spiele wissen. Ist mein Flow gewesen, ich war ein bisschen betrunken, deswegen auch sehr gesprächig. Ich bin nicht gesprächig, wenn ich nicht betrunken bin. Beziehungsweise, wenn ich mit fremden Personen rede. Ich bin gerade nicht betrunken, okay? Dann habe ich mir dieses Spiel kaufen wollen, die Deluxe-Edition war allerdings zu teuer. Dann habe ich auf die normale Edition zurückgegriffen und habe mir gedacht, ja, ich habe noch nie Halo 4 gespielt, also will ich das jetzt spielen. Legt das auf die Theke, wir reden so zusammen und ich sehe, wie er die falsche CD-Box hochnimmt, wo 2 CDs drin sind, also die Special Edition. Bei der normalen ist nur eine drin. Ich sehe das so, er redet weiter, wir reden weiter, er macht beide CDs rein, sagt so, oh ja, danke, cool, ja, tschüss. Ich laufe raus und sag, ich habe die Special Edition bekommen, oh, das war cool. Ja, Mann, Halo 4 gehört jetzt mir. Ich glaube, die CD geht aber auch nicht mehr. Viel Spaß mit dem Pick. Oh, wir sehen.